Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Resident Evil 6 mit Jake und die liebe Sherry, die hier nach mir ruft, verkörpert von dem wunderbaren Paul. Ah yeah. Boom. Ja, heute wieder fröhliches Zombie-Schnitzeln. Yay. Steht wieder auf dem Tagesplan und jetzt müssen wir hier diese Videorequenzen. Ah, es gibt kein Resident Evil, wo es keinen Kettensägenmann gibt. Diesen Kettensägenmann kenne ich aber noch gar nicht. Ist schon. Nicht so nah ran! Verfetzen Sie! Oh, ich würde uns selber an der Kettensäge. Ich weiß, Kettensäge anrichten. Guck mal, dein Typen war weggeschnetzelt. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Guck mal, der sägt die Leiter kaputt. Wieso macht er die Leiter kaputt? Ja, ich hab den Typen gerade getrollt, aber wir müssen den wegschnecken. Jetzt geh hin. Und gib mir mal eine! Geh wieder weg. Geh du mal hin. Oh, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Was das jetzt? Läuft deine Kettensäge noch? Die Kettensäge, ja. Die läuft noch. Das ist richtig. Ist es möglich, dass der Kettensägentyp aus der Story von Adam Wong ist? Weil anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Warte mal, ich habe hier von dort oben habe ich noch Kisten gesehen, mein lieber Paul. Ja, wenn du mir folgen würdest. Oder so. Haha, ich war schneller. So. Und ich glaube, hier riecht schon ein bisschen nach Nemesis. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie im Gefühl, weil. Du willst den doch bloß wiedersehen. Klar will ich den wiedersehen. Du brauchst deine Liebe? Guck mal, kannst du das dran? Es ist Leon! Wer hätte das gedacht? Und guck dir mal das hier an. Bevor wir durch die Tür gehen, möchte ich nochmal ein bisschen nachladen. Weil, die Sequenz kennt ihr ja. Solltet ihr euch die Story von Leon Helena bei uns angeguckt haben. Und falls ihr es nicht getan habt, schämt euch. Stellt euch in die Ecke und schämt euch einfach. Guckt es euch an. Genau, guckt es euch an. Aber ich denke mal, ihr solltet das getan haben. So, und jetzt würde ich mal denken, begrüßen wir mal einen alten Freund von uns. Ah yeah. Es wird nach einem Partner gesucht. Sag es. Paul, verarsch mich jetzt nicht. Na gut, liebe Freunde, ihr hört und seht das Problem. Wir haben ein Problem und ich würde denken, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder mit Paul vereint bin. Bis gleich. So. Da sind wir jetzt auch wieder, bei Paul war vorhin das Internet. Es kommt schon wieder, es wird nach einem Partner gesucht. Wird abgebrochen. Wir mussten das Ganze nochmal spielen, gegen den Sägetypen mussten wir kämpfen. Und ich habe voll die professionelle Aktion gemacht, wo genau. Wir die ganzen Typen aus dem Scheißraum kamen. Einfach eine Bombe gelegt, wo 5 Typen kamen und die hat es dann alle zerfetzt. Ich habe alle erst geblendet und dann die Bombe jetzt geblendet. Jetzt warten wir aber erstmal auf den netten Nemesis. Ist das Leon? Sind gerade mit dem Flugzeug abgestürzt und dürfen gemütlich da lang, weißt du? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich muss es wissen. Hey. Das ist mein Mädel. Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden.
jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Hallo, Nemesis. Bam! Klasse. Leon, beim Flugzeug! Hier schon wieder? Ihr Freund? Eher wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Das wird jetzt lustig. Wir wissen ja, wie es geht. Man gewöhnt sich dran. Die da mit ihrer Pistole. Ach, der Arm kann ja jetzt was Besonderes, okay, ne? Ja. Achtung, Granate. So ne Witz. Wäre was ich nicht cool finde. Oh, Frame Rate. Hochholt. Ich habe ihn getreten. Steht bei den chinesischen Kisten, der macht die kaputt. Lol. Was denn? Das ist unsere Chance. Los! Du hast schon weg. Bei den chinesischen Kisten. Auch zu den chinesischen Kisten. Ich lass mich hier hoch. Ja, viel Spaß. Danke. Hä? Ach so. Warten alle bloß auf dich. Mach keine unanständigen Dinge. Bitte nicht. Moin. Oh fuck. Ich nehme keine Garantie, übernehme keine Garantie für Helena. Alter, wieder angerannt kommt der Spaß. Oh. Wow. Boah, aber wie abgerollt. Sie haben gegen dieses Biest gekämpft und leben noch? Beeindruckend. Hast du Witze? Es gibt kaum was Besseres. Oh, da wirft was. Sie brauchen ganz dringend Hilfe. Roger! Gut. Woher weiß Leon nochmal, wie man an einem Bus rumschraubt? Er kann's halt. Und ich fahre mit dem Bus an dir vorbei. Ja, und ich bin fast tot. Wieso stirbt er denn nicht? Alter, pass auf, ich sterbe gleich. Hören Sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Ich muss jetzt ganz schnell weg, Kanasko. Ich bin schnell weggerannt. Ja, der wollte mich dann analysieren. Heil dich erstmal. Hier, wir sind immer so eine Explosion versucht, ich glaub dir mal dahin. Mach das. Der wechselt seinen Arm. Ich glaube, der ist auch leicht angepisst, oder? Quatsch, guck mal, wie aussieht der Mongo. Nach dem Formal, den wir hier... Dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Komm zu Papa. Ja, komm hier zu mir, gesagt, zu mir, zu mir, zu mir. Er stirbt nicht! Das ist falsch. Ich hatte gehofft, zu vertreiben. Was machst du da nochmal? Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. Ich hab mich gefangen. Ich bin sein. Weiß, was machst du da? Warum machst du das hinten? Ich hab gelootet. Lass mich. Nee, das. Ich wollte gucken, ob da was da für Kisten sind. Scheiße, auf die Kisten. Ich sag nur, wir müssen den hier zu den Sprengstationen locken.
Oha. Kacknubbel. Ja, bitte. So, ey. Jetzt ist aber endgültig futsch. Hoffentlich, weiß ich nicht. Da treffe ich mich mit Simmons. Sherry, hören Sie! Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Hey! Wenn er nur halb so gut ist, wie du sagst, schafft er es. Okay? Das stimmt. Beeilen wir uns. Ja. Sehe ich genauso. Vor allem, die hat vorhin gesagt, die Sherry, dass die ja damals noch ein Kind war in Raccoon City. No. Da weißt du, wie alt die ist. Die wird so ein paar 20 sein, schätze ich. Und dann weißt du, wie alt Leon ist. Alter Sack. Lol. Pädophile Stück Scheiße. Aber ich finde, Leon sieht gar nicht so aus, so. So alt, ne? Ich war damals noch ein Baby, Mama. Aber also wenn man den ganzen Resident Evil Teil zusammenzählt und sich anguckt, dann müsste er schon ganz schön alt sein. Hm. Denke ich zumindest. Ich weiß noch, was ich am Anfang hier Probleme hatte mit der Steuerung und jetzt ist das für mich nichts hier. Irgendwie. Du hast immer noch Probleme mit der Steuerung. Lass mich. Ich wollte gerade sagen, guck mal ein paar Pupillen und komm mal zur Türe. Ja, ich muss erstmal nachladen. 236 Schuss habe ich mit meinem Maschinengewehr. Unendlich. Yay. Ein bisschen mehr hast du. Aber es wird schon wieder gesucht nach einem Partner. Abbrechen. Hm. Renet. Also. Das ist so Bescheid, ne? Renet und so. Coach Cheng ist da drüben an der Flussmündung. Na gut. Dann los. Es ist wegen Simmons, oder? Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Er wird sterben. Das, was ich gesagt habe. Wenn die Kettensäge noch läuft, lebt er noch, der Mongo. Ach so. Aber es... Hast du das? Weil die Kettensäge mit seinem Herzen verbunden ist. Das ist eine gute Idee. Verfluchter Mist! Musst du Quicktimes machen? Ja. Mhm. Achtung! Wahnsinn, wie er das macht. Sehen Sie das, meine Damen und Herren. Hinter uns, ne? Der helle Wahnsinn. Weiß Bescheid, hinter uns. Ach so. Wir können im Übrigen jetzt hier. Ich glaube, wir waren schon mal hier mit Helena. Ja. Er ist wieder da. Der gibt auch nie auf. Wir kommen uns mit allen mal vorbei auf den Kritz. Wow. Hier sind nur noch andere Mongos hinter dir. Ja. Guck mal, der schlitzt voll durch die Durch. Achtung. Komm weg, komm weg, komm weg. Der schlitzt die alle gerade weg. Da das. Ich mach das. Ich guck dabei, was es hier noch lootmäßig so gibt. Und putz! Gibt das Futter? Du schießt dich auf und sie helfen uns! Wenn sie der Kumpel ist von der BSA!
Wow! Pass auf, der Schlitz, der Schlitz! So, jetzt ist der Schlitzohrner gegrillt worden, jetzt muss er mal sterben. Ist dir bewusst, dass wir gerade eine ganze chinesische Stadt erledigt haben? Warum? Weiß ich nicht, weil wir haben hier ziemlich viel zerstört. Ich meine ja nur, weil roter Qualm hat zwar nichts Gutes zu bedeuten. Egal, ich habe mich jetzt. Ich meine, guck mal, wie es hier aussieht. Eine ganze chinesische Großfamilie haben wir ausgelöscht, das stimmt. Na klar. Läuft bei uns. Und hier waren kaum Menschen, also. Müssen wir jetzt runterrutschen? Ich glaube, hier ist noch ein Boot. Yay, noch mehr Quicktime-Events. Achso, ich muss springen. Ich will fahren. Oh, jetzt hier Quicktime. Alter, es laggt. Warte, ich muss erst mal warten, bis es wieder laggt. Bis es aufgehört hat. Ah, Gott sei Dank fährst du das Boot. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Schalalalala. Verflucht, der Mist! Gerade so, Junge. Sauber. Ich find's lustig. Oh, da brennt noch was. Das Licht. Quick time, Jus. Do it now. Guck das Licht, das schwimmt weiter. Wow, Alter. Das Ding ist voll gegen dich durch, ist dir offensichtlich klar. Das war ganz schön knapp. Alter. No! Wo ist das noch passiert? Das ist scheiße Ernst! Ja! Dich hat's erwischt, weißt du? Bei mir ist es gerade so drüber. Bei dir ist es durch dich durch, Junge! Nee, du musst dich mal heilen. Ich hab bloß noch ein Ding gehabt. Ja. Oh, dann hau ab! Lass mich nicht heilen, weil ich ja... ...gelandet habe. Leertaste! Renn erst mal weg. Weg mit dem... Hab ich gedacht, das hat er mich geschlitzt. Jetzt musste der langsam mal durch sein. Jetzt ist er tot. Wie kann denn... Ich weiß bloß, dass ich nur noch einen Lebensbalken habe. Was ist da gerade passiert? Cool, das kommt da welche raus. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie mir das Leben gerettet. Muss ich fahren? Oder... Nö. Mhm. Ich muss nichts machen. Bumm. Schlimmste Bootsfahrt seit der Titanic. Ein Hai! Wer will mich holen? Ja, wer? Der rote Rächer. Das wieso hilft der? Wieso hilft die denn? Stimmt. Also doch, ich weiß es, aber ich weiß es nicht. Ja. Fast. Gut, wir werden uns beeilen. Dein Boss hat dich voll unter Kontrolle, hä?
Noch. Aha, das freche Ding. Gehen wir. Tja, liebe Freunde, nicht hochgehen. Hier bleiben. Was machst du? Ich wollte jetzt hier eigentlich die Folge beenden. Ich wollte noch runterspringen. Wir haben schon ewig keine Erste-Hilfe-Spray mehr gefunden. Ist dir das bewusst? Vielleicht habe ich noch einen. Muss mal gucken. Ich habe null Erste-Hilfe-Spray. Ich auch. Oh. Geh mal weg. Was machst du? Und heilen. Wieso hast du dich weggesprengt? Damit ich dich heilen kann. Sehr gut. Bist du doch wieder voll, oder? Ich hab noch eins fehlt mir noch. Na, aber das gut. Nicht heilen. Aber dadurch, dass ich mir jetzt Damage gegeben hatte, konnte ich meine 8 Heiltabletten, ich habe jetzt noch 3, selber schlucken. Und dadurch, dass ich bei dir in der Nähe stand, hat es dich mitgeheilt. Clever, oder? Clever. Genius, würde ich ja fast sagen. Na gut. Das war's erstmal für diese Folge hier bei Let's Play Together Resident Evil 6. Der Rotor von dem Heli, da dreht sich noch eine Weile. Ich hoffe, der wird sich dann auch noch in der nächsten Folge noch drehen, wenn wir hier wieder beginnen. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Du Arschkopf. Ich hab wohl in dem Heli geschmissen. Super.